Sag mal. Ich zeige dir das königliche Kind. Ja, so ist es. Ich habe die ganze Zeit sauber gemacht und vor dem PC gesessen, danach geduscht, also aufgestanden bin ich um 7 Uhr, bis ich alle Kinder untergebracht habe, vergingen 2,5 Stunden. Ich war 9:30 dann zu Hause, habe mich kurz hingelegt, weil die Nacht war sehr kurz für mich. Ich habe nämlich gestern, als ich mich hingelegt habe und alle Kinder dann im Bett waren, mich entschieden, sauber zu machen, weil ich halt noch die ganze Deko hatte und mir gedacht habe, oh mein Gott, Patricia, wenn du das jetzt nicht machst, dann kommst du vielleicht gar nicht mehr dazu, weil es braucht nur ein Kind krank zu werden, hat man ja gesehen, und schon keine Videos online. Ich habe nicht gedreht und ja, es geht dann halt nichts. Ja, habe mich dazu entschieden, doch aufzustehen. Bis 2 Uhr habe ich dann geputzt. Und ja, dann war der Boden aber noch alles natürlich nicht sauber. Dafür habe ich wieder 2 Stunden gebraucht. Ja, soweit jetzt der Stand mit bisschen Foundation und Lippenstift und Wimperntusche. Und ich habe ganz wenig Lidschatten drauf gemacht. Ich dachte, das wäre so ein Lidschatten gewesen, den man gar nicht sieht. Und weil ich ihn ganz lange nicht mehr benutzt habe, das ist vom Make-up Forever, so ein loser Pigment. Und ja, habe dann ein bisschen auf mein Augenlid gemacht, ohne Base, ohne irgendetwas, nur ein bisschen Foundation vorher mit dem Pinsel drüber gemacht. Und plötzlich war das voll stark, dann habe ich das mit einem Blenderpinsel versucht irgendwie zu verblenden. Das ist der Stand. Ich glaube, das letzte Mal so geschminkt habe ich mich vor 10 Jahren oder 15. Wahrscheinlich so als Jugendliche, nur ein bisschen Lidschatten. Ja, so ist es jetzt bei mir, obwohl ich sogar als Jugendliche immer eine weiße Base, also einen weißen Kajalstift ja drauf gemacht habe. So haben auch meine ersten Videos angefangen. Ja, der Edi fährt gleich mit der Arcelia, der schläft noch. Der war nämlich ziemlich lange wach und auch heute Morgen war er dann ziemlich lange wach. Und ich glaube 10:30 ist er oder 11:30 nochmal eingeschlafen, als ich dann aufgestanden bin, um sauber zu machen. Die ganze Wohnung ist jetzt total sauber, das ist gut. Die Wäsche ist nämlich immer noch nicht ganz gemacht. Da kann ich euch mal zeigen, der letzte Stand. Das sind die Sachen, die ich zum größten Teil sortiert habe, bis auf 2, 3 Sachen, die ich einfach oben drauf geklatscht habe. Oh, ich muss den Idi wecken. Also, Jana kommt heute, weil die Flüge habe ich gebucht und bezahlt, damit zum Beispiel nicht einer bucht und der andere will auch buchen und das Flugzeug wird zum Beispiel ausgebucht. Haben wir das Ganze so gemacht, dass ich die Sachen alle erstmal bezahlt habe. Sie kommt heute vorbei und bringt mir das Geld für den Flug. Dann wollte ich das Geld dann direkt umtauschen auf Dollar. Video hochladen. Ach so, ich habe telefoniert mit einem Apple-Händler und auch Reparatur für Apple-Sachen. Die werden mir morgen mein MacBook killen, also auf Werkseinstellung einstellen. Kostet 40 Euro plus Mehrwertsteuer, das heißt um die 50 Euro. Ich kann es absetzen und habe dann die Möglichkeit, mit einem so gut wie neuen MacBook unterwegs zu sein, weil da sind so viele Filme und der lädt dann nicht. Und ja, ich muss dann aber auch noch ein neues Betriebssystem dann drauf machen. Das werde ich dann bei Edi in Laden machen müssen am Mittwoch. Also morgen gebe ich den ab. Heute muss ich auch noch die Videos rüberladen oder die Daten, die ich brauche. Esse ich noch ein bisschen was und wecke den Edi. Ja, der Edi muss eigentlich aufstehen. Die Wohnung ist so schön wieder. Hat sich gelohnt. Ich bin aber fertig ohne Ende. Da schläft ja jemand nicht mehr. What? Wie hart? Hm? Nix. Okay, du fährst dann los. Hallöchen. Schatz, ich gehe, ja? Ja. Danke. Du musst die Arcelia dann holen, Schatz. Okay. Ciao, ciao. Ich muss jetzt mit der Arcelia zu der Kinderärztin. Hol sie jetzt ab. Danach muss ich einiges einkaufen für den Laden noch. Laden nicht mehr.
So, in dem großen Pinken. So, ich hab's mal sauber gemacht. Sicher, sicher. Ich hab dann noch eine Nachricht von meiner Schwester jetzt bekommen. Die lebt in der Türkei. Dass sie 50 Euro braucht. Und das macht ich dann natürlich. Ich schicke ihr dann das Geld. Solange ich das auch habe und an meinen Kindern nicht kürzen muss, schicke ich ihr das Geld gerne, weil sie, ja, sie arbeitet, alles ganz normal ist, also jetzt keine, also die Schwester ist verheiratet, ein Kind, manchmal sind sie in der Türkei in der finanziellen Misslage, dann schicke ich ihr das und versuche sie da bisschen finanziell zu unterstützen. Sie hat eine sehr, sehr schwere Kindheit hinter sich. Ja, da helfe ich ihr natürlich so gut ich kann manchmal. Ja, ist Schultag alles in Ordnung gewesen? Aha. Na gut, freut mich manchmal. Dann fahren wir mal zum Zahnarzt. When I walk around. So, meine Lieben, das ist die Kamera, die mir damals ins Wasser gefallen ist. Ich weiß nicht, funktioniert sie nicht. Auf jeden Fall bin ich einigermaßen zu sehen. Ich glaube, da ist so ein kleiner Schleier drüber, weil ich kann mit meiner Kamera nicht mehr filmen. Ich habe ja gesagt, sie ist etwas kaputt und ja, das hat sich jetzt bewahrheitet. Da sind die Schrauben, weil das sowieso total bescheuert ist. Sowas, also diese Klappe ist hier dran. Eben hat sich die Schraube gelöst und dann hatte ich das Ding in der Hand und jetzt ist diese Verbindung hier ab und damit ist diese Kamera Schrotti. Also ich mache jetzt nochmal den PC, also Laptop an, muss jetzt dann auch das Video hochladen in Darmstadt, glaube ich, weil wenn ich das von hier mache, oh mein, irgendwas, auf etwas reagiere ich allergisch. Okay, ich mache mal gleich die Aufnahmen ab, testweise mal drauf auf dem PC und gucke, wie sich das Ganze verhält. So, mein Lieben, wir sind angekommen. Chilla Maus schläft. Tja, so ist das. Chilla, aufstehen, mein Schatz. Chilla, aufstehen, mein Schatz. Wir sind da. Dauert heute bestimmt nicht lange, ja? Ah! Der Edi fragt schon, was wir wegen der Kamera jetzt machen werden. Ich habe keine Ahnung. Bin mal gespannt. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Aufnahmen sind. Aber da ich die Kinder holen muss, weil ich bringe sie ja meistens nur bis um 3 dahin, ich kann es nicht übers Herz bringen, sie noch länger da zu lassen. Ich muss zwar noch total viel Wäsche machen. Oh, ich habe Wäsche nicht aufgehängt. Das muss ich noch vorher machen. Weil dann kann sie schon etwas anfangen zu trocknen. Video hochladen mit den Kindern. Okay, ich muss jetzt noch die Wäsche schnell aufhängen. Gut, dass alles sauber ist. Quatsch. Oh mein Gott, wie viel Wäsche! Wie viel Wäsche! So, also Wäsche gemacht, Laptop ist da, Speicherkarte ist in der Kamera. Hier! Kamera kaputt. Der Ilja hat schon gefragt, ob ich die neue kaufen möchte, aber. Die gibt's nur für Weihnachten. Tschüss. So, Angela wollte Schokolade, hat aber keine bekommen, gibt sie zu Weihnachten. Mit ihren Zähnen ist alles super. Gell, Schatz? Ja. So. Einsteigen, einsteigen. Terminzettel nicht vergessen, jetzt müssen wir Mama geben. Ich habe
Den habe ich. Moment, ich muss erstmal aufschließen, Schatz. Also wie gesagt, die Zähne sind super. Celia hat das echt gut gemacht, mein Schatzi. Jetzt fahren wir in die Stadt zu einem Restaurant. Ja. Und gehen zu Kuba. Wir gehen zu Kuba. Ja. Meine Tante. Genau. Wie heißt sie nochmal? Nuri. Und meine Cousine heißt Asya. Genau. Ich finde diesen Namen schön. Asya. Entweder kann ich nur pusten. Pusten kann jeder. Und Jan hat ein neues Wort gesagt. Und was hat er gesagt? Tschüss. Tschüss. Ja, das ist so süß. Der sagt jetzt Tschüss. Gianni sagt Tschüss. So, wir holen jetzt Parkschein. Komm, Schatz. Wir holen jetzt Parkschein und legen das dann rein. Ja, Polizei sieht mich schon kaum. Fahren werden die langsamer. Ich bin ja so ein großer Verbrecher. Ich habe meine Mutter einfach mitgenommen. Ja, hast du gut gemacht, Schatz. Ja, die halten schon ein. Ich bin gespannt, ob die jetzt wegen mir kommen. So, Schatz, komm. Stadt mit dem Luisencenter ist hier. Luisencenter? Oh, kalt. Nein, wir müssen so. Hier, Schatz. So. Das ist erledigt. Jetzt gehen wir in die Stadt, ha? Und gucken, dass die Patricia auch bald da ist, dass wir dann was essen können. Jetzt muss ich die Daten meiner Schwester weitergeben, dann kann sie sich das Geld abholen. Nimmst du mal, Schatz? Also, ich ging Kuba, gell? Ja, danke. Baba, heute war Regenpause. Ja, heute war Regenpause, echt? Das Regenpause heißt bei uns, dass wir nicht nach draußen gehen. Ah. Weißt du, was das Gute an der Schule ist? Hm? Wir brauchen keine Matschhosen. Oh. Ja. Warte, Schatz. Weil bei uns, wenn es geregnet hat und der Sand dann nass ist, dürfen wir dann nicht auf den Sand. Weil dann vor der Tür ist ein Punkt. Und wenn es grün ist, dann dürfen wir auf den Sand. Und wenn es rot ist, dürfen wir nicht auf den Sand. Und heute war Regenpause. Also heißt es, wir haben drinnen gearbeitet. Also gespielt. Ja, ich habe mit der Lea Spiele gespielt. Ein paar Spiele gespielt. Mir so 15 Kilo Kohle mit mir zu tragen. Patricia kommt jetzt zu TK Maxx in der Stadt. Chili und ich haben schon was gegessen. Vielleicht starten wir uns hier. Dann übergebe ich ihr die. Oh, Chili. Ich gehe dann in den Laden. Ich muss noch allerdings Getränke einkaufen. Ich guck mal, wie ich zeitlich hinkomme. Ich bin fix und fertig. Das Ding trage ich mit mir. Ja. So intelligent, aber aus zeitlichen. Achille, Schatz, warte auf mich. Aus Zeitmangel klappt das leider nicht. Anders jetzt. Patricia müsste auch bald demnächst hier sein. Mama, mach du Kinder? Ey, das meinst ich mach Kinder, ja. Was meinst du mit. Hallo! Mit schwer? Wow. Johnny! Guck mal, Mama, wie eine Hilfe. Wie eine Hilfe, Papa. Sehr
du bist zu laut. Warte, will ich noch eine Bockkissen dazu? Senin? Senin! Ich will mit nach Amerika. Soll ich den nehmen oder nicht? Sieht nicht. Nein, bisschen... ich muss nicht kacken. Muss ich nicht. Jan. Wollen wir den Schatz kommen? Ich will im Kinderwagen. Kinderwagen ist besetzt. Da ist der Prinz drin. Prinzessin. Erstmal ein bisschen laufen. Ich nehme eine andere Kinder. Ehrlich? Ja, ich habe eine andere. Oh. Kinder, wartet bitte auf mich. Es regnet in Strömen und ich habe meine Haare geglättet. Das sieht man jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt bei TK Maxx Kleider gekauft. Weil ich ja nach Amerika gehe, haben die sich was aussuchen dürfen. Und weil wir letztes Jahr der Atelier Kanz gekauft haben, die waren nämlich alle weg gewesen. Die Qualität und Preis-Leistung sind nämlich wirklich sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich einen Koffer kaufen und habe nach dem Kinderwagen geguckt, weil die hatten den McLaren Kinderwagen. Und der ist ziemlich klein, wenn man ihn zusammen macht, weil den Platz, bei Claudia im Auto wird es nicht so viel Platz geben. Und ich glaube, mein Kinderwagen wird dann doch zu groß sein. Also wenn man den zusammenlegt, ist er doch sehr sperrig. Jetzt habe ich den nicht geholt, bereue es aber schon wieder fast. Wir kaufen jetzt mal ein Schlafanzug für dich ein. Für dich kaufen wir oben. Du hast doch schon ein königliches, so ein grünes. Oh nein, das kannst du aber nicht. Ich gucke mir mal. Katze? Ja. Kinder, mach dir bitte die Tüte noch zu den anderen Tüten. Nein, die ist nicht mehr. Die Katze lebt. Katze hat Nudel gegessen. Die Prinzessin. In den Tentakel. Hier ist die Mama, die ist hier. Welche Mama? Die da. Die da, Mama. Warte mal nochmal. Da ist die Mama. Warte mal. Ich zeige dir jetzt nur das königliche Kind. Ja, so ähnlich. Du darfst dich nicht so mit dem Kopf haben. Einfach so leicht. Und ohne zu springen. Ja, aber in der... Du bist Cinderella. Cinderella, Bella, Elsa. Ja. Gell, du hast Cinderella. Cinderella. Ja, warte. Die heißt Cinderella. Cinderella. Sag Cinderella. Mein Gott, mach mal. Cinderella, das ist deine Krone. Du hast ja gefragt. Gut, wir sind uns. Ich bin Prinzessin Elsa. Elsa hat ein blaues Kleid, aber egal. Prinzessin Bella, Prinzessin Cinderella. Bella und Cinderella. Du bist Elsa, Schatz. Nein, ich will nicht tauschen. Nein, nicht tauschen. Gianni? Gianni ist abmarschbereit ins Bettchen. Und die anderen sind ein bisschen laut. Ich hoffe, der schläft jetzt trotzdem gut, gell? Legen wir dich jetzt mal hin? Also meine Lieben, ich wollte mich eigentlich nur schnell verabschieden, denn ich habe versucht, ihn hinzulegen, er war die ganze Zeit wach. Und hat mich einfach mal ganz eiskalt stehen lassen. Jetzt ist es ziemlich spät, ich muss morgen auf jeden Fall sehr, sehr früh aufstehen, weil ich habe den Laptop gar nicht vorbereitet für morgen, um den zu resetten.
Hund. Deshalb verabschiede ich mich jetzt, werde mich versuchen, ein bisschen abzuschminken oder ganz abschminken und dann geht's ins Bett. Dann schlaf. Wurde gerade von der Krippe angerufen, dass der Gianni irgendwie total weint und ich ihn hole soll. Ach so, ich wollte noch Schlüssel mitnehmen. Wo ist der? Da ist er. Wie die redet.